Hallo meine Lieben, habt ihr schon mal bei Starbucks den leckeren Zitronenkuchen probiert? Wenn nicht, ist es nicht schlimm, denn ihr habt jetzt ein Rezept dazu. Ich habe nämlich ein ähnliches Rezept dazu kreiert, was meiner Meinung nach genauso lecker schmeckt und auch von der Konsistenz sehr ähnlich ist. Und zwar benötigen wir hierfür als erstes zimmerwarme Butter sowie Zucker und Vanilleextrakt. Diese drei Zutaten werden zuerst cremig gerührt. Das könnt ihr so wie ich mit dem Handrührgerät machen oder auch natürlich in der Küchenmaschine. Dann benötigen wir noch Eier. Die Eier werden nämlich nach und nach hineingerührt, das heißt ein Ei hineinrühren und dann erst das nächste Ei hineingeben. Anschließend benötigen wir dann noch Milch, die Milch ebenfalls unterrühren und als trockene Zutaten benötigen wir hierbei Mehl, Speisestärke und Backpulver. Diese drei Zutaten kurz verrühren und dann in den Teig hineinsieben. Anschließend sehr gut unterrühren und zu guter Letzt benötigen wir natürlich noch für den Geschmack Zitronenschalenabrieb sowie den Zitronensaft. Diese zwei Zutaten werden ganz kurz untergerührt am Ende und dann ist unser Teig auch schon fertig. Der ist wirklich auch ungebacken schon sehr fluffig. Jetzt benötigen wir noch eine Kastenkuchenform. Diese am besten zuerst einfetten und gegebenenfalls bemehlen. Und dann wird der Kuchenteig auch schon hineingegeben und dann bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 50 bis 60 Minuten gebacken, natürlich im vorgeheizten Backofen. Und nach den ersten 15 Minuten der Backzeit den Kuchen mit einem scharfen Messer der Länge nach einfach einschneiden, sodass der Kuchen in der Mitte aus aufgehen kann. Macht unbedingt auch deine Stäbchenprobe, die Backzeit kann je nach Backofen und Kuchenform variieren. Den Kuchen lasse ich etwa 5 Minuten in der Kuchenform auskühlen und dann stütze ich ihn auf den Kuchengitter und lasse den dann komplett auskühlen. Und ja, dann benötigen wir natürlich noch einen Zitronenguss und dafür brauchen wir Puderzucker sowie Zitronensaft. Diese zwei Zutaten schön vermischen und dann wird er auch schon auf den Kuchen schön drauf gestrichen. Und ja, ich habe den noch mit frischen Zitronenscheiben garniert und ja, so sieht der Kuchen dann angeschnitten aus. Richtig lecker und auch wirklich intensiv im Geschmack und der ist wirklich auch ganz einfach zu machen, das habt ihr auch gesehen. Jetzt wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß beim Nachbacken, lasst es euch schon mal schmecken und wie immer findet ihr alle Mengenangaben zum Rezept unten in der Infobox.